Heute möchte ich dir gerne bewusst machen, wie du dir selbst Bedingungen zum Glücklichsein stellst. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Wenn ich schlanker wäre, dann wäre ich endlich zufrieden. Oder wenn ich mehr Geld hätte, dann wäre ich endlich zufrieden. Ach, wenn wir nur ein eigenes Haus hätten, dann könnte ich endlich glücklich sein. Wenn mein Kind endlich durchschlafen würde, dann wäre ich endlich zufrieden mit meinem Kind und so weiter und so fort. Ich will nichts von all den Dingen schlecht reden. Ich weiß, dass ein nicht schlafendes Kind anstrengend ist und ich weiß, dass ein Eigenheim eine wundervolle Erfahrung ist. Aber ich würde dich gerne ein bisschen darauf aufmerksam oder dir ein bisschen mehr Bewusstsein dafür schaffen, wie oft wir eigentlich Wenn-Dann-Sätze in unseren Alltag bringen. Als Mütter machen wir das tatsächlich ziemlich häufig gegenüber unseren Kindern. Das heißt, wir sagen, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann darfst du nicht Fernseher schauen. Oder wenn du nicht erstmal was Vernünftiges gegessen hast, dann kriegst du deine Speise, Nachspeise. Also das, was unsere Kinder für uns tun oder was wir für unsere Kinder tun, ist häufig an Bedingungen geknüpft. Auch die Liebe, die wir ihnen entgegenbringen, ist sehr häufig an Bedingungen geknüpft, was auch an unserer Konditionierung, an unserer eigenen Prägung liegt. Das ist auch der Grund, warum es ein sehr spirituelles Unterfangen ist, den Kindern das Gefühl zu geben, dass sie bedingungslos geliebt werden. Denn selbst wenn wir keine Wenn-Dann-Sätze ständig in unserer Kommunikation nutzen, dann zeigt unser Verhalten unseren Kindern sehr häufig, zum Beispiel, dass wir sauer sind, wenn sie irgendwas Bestimmtes nicht tun, dass unsere Zuneigungen ihnen gegenüber an Bedingungen geknüpft ist tatsächlich. Und noch viel stärker ist es mit der Selbstliebe beziehungsweise mit dem sich zugestehen, glücklich zu sein. Auch das ist sehr häufig an Bedingungen geknüpft. Ich habe eingangs nur einige Beispiele genannt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir noch ein paar andere zukommen lassen würdest, weil je mehr Sätze wir sammeln können, desto einfacher kann ich sie irgendwo zur Verfügung stellen oder posten. Und wenn Mütter diese Sätze lesen, dann werden sie sich vielleicht selber wieder darin erkennen. Auch das ist eine Bedingung, denn manchmal braucht man die Worte, die jemand anderen schreibt oder der jemand oder etwas, was jemand anderes sagt, um sich selbst darin wieder zu finden oder sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu werden. Und die Frage ist, wieso kann denn nicht auch mal beides sein? Wenn du dich entscheidest, dann erst glücklich zu sein. Vielleicht kannst du dich aber auch dazu entscheiden, dass du irgendwo ankommen oder irgendwas erreichen willst und trotzdem bis dahin glücklich zu sein. Stell dir mal vor, du sagst dir, wenn ich erwachsen bin, dann bin ich glücklich. Das hieße dann, wenn du zum Beispiel 13 wärst, dass du sehr lange wartest, bis du endlich glücklich bist. Oder wenn du sagst, oh, wenn ich endlich genug Geld hätte, mir mein Traumhaus zu kaufen, dann wäre ich endlich glücklich. Das würde heißen, dass du erst zufrieden und angekommen bist, wenn du dein Ziel erreicht hast. Und bei den Kindern zum Beispiel, wenn mein Kind nicht so viel bocken und so viel schlafen würde, so schlecht schlafen würde, Entschuldigung, dann wäre ich endlich zufrieden und entspannt im Umgang mit meinem Kind. Auch dieses sollte man nicht gemeinsam koppeln. Natürlich ist es sehr anstrengend und es ist nur menschlich, wenn man dann nervös, ungeduldig und auch gereizt ist. Aber wenn man es bewusst wahrnimmt, dann schafft man es noch bewusster, seinen Alltag so zu gestalten, dass man seine Zufriedenheit und sein Glück nicht erst an einen Endzustand oder an das Erreichen eines bestimmten Meilensteines anknüpft. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Aber an erster Stelle steht auch immer eine Entscheidung und viele, viele Menschen wollen diese Entscheidung nicht treffen. Wenn du immer damit wartest, glücklich zu sein, dann lässt du so viele Chancen im Leben an dir vorbeiziehen. Und wenn du ehrlich bist, wirst du feststellen, dass du das Glücklichsein ganz schön oft hinausschiebst.
gerade als sehr gestresste Mama voller Tagespunkte auf dem Terminplan oder voller Agenten auf der To-Do-Liste ist unsere Laune sehr stark abhängig von dem, was wir erreicht haben. Und es ist so wichtig, immer wieder uns ins Hier und Jetzt zu holen und zu sagen, das Glück liegt nicht daran, dass die To-Do-Liste sich endlich leert. Das ist sehr verführerisch, das zu sagen. Und im Endeffekt eine Ausrede. Denn im Endeffekt findest du das Glück nie in der Zukunft, auch nicht in der Vergangenheit, sondern in deinem Hier und Jetzt. Also ist es ein erstrebenswertes Ziel, das zu üben, trotz voller To-Do-Liste, im Hier und Jetzt zu erkennen, es ist alles da, was ich habe. Und dafür braucht es die Bereitschaft und das Werkzeug wäre die Achtsamkeit. Denn wenn du mal ehrlich bist, sobald das, worauf du gewartet hast, erreicht ist, beginnst du wieder zu warten und zwar auf das nächste Ziel, das du vor Augen hast. Und je unverbundener wir mit uns selbst sind, desto mehr Bedingungen stellen wir an uns selbst, desto mehr Ausreden haben wir, warum wir nicht im Hier und Jetzt unseren Frieden finden können. Und dadurch verliert man so viel Lebensqualität. Also vielleicht magst du es versuchen, das kleine Glück im Alltag zu finden. Es kann die schöne Blumen am Straßenrand sein, das Kompliment eines Fremden, das Zwitschern der Vögel, das Lachen deines Kindes, die Umarmung eines geliebten Menschen. Der Trick ist nur, nimm sie wahr. Saug das Gefühl ein, das Gefühl der Verbundenheit, das entsteht, wenn du dich darauf einlässt, im Hier und Jetzt. Weil wenn du mal ehrlich bist, dann schaffst du es, deinem Kind auch das Gefühl zu geben, noch geliebter zu sein oder überhaupt gesehen zu werden, wenn du es selbst schaffst, dich mehr auf das Hier und Jetzt einzulassen. Genieß die Momente, nutze sie, nutze das Werkzeug der Achtsamkeit und lass dir Zeit, bis du das Gefühl hast, sie sind Teil deines Körpers geworden. Dann kannst du sie spüren, wenn du darauf achtest, wie diese kleinen Glücksmomente deinen ganzen Körper und deine Psyche verändern, damit deine Ausstrahlung, damit deine Wahrnehmung, damit den Umgang zu deinem Kind und damit auch wiederum die Selbstwahrnehmung deines Kindes und die Verbundenheit deines Kindes. Und du kannst dein Gehirn daran trainieren, kleine Wunder bewusster wahrzunehmen. Und so kannst du auch dein Gehirn dabei trainieren, auch in stressigen Momenten auszusteigen und ein Stoppschild zu setzen zwischen der auslösenden Situation und deinen Gefühlen. Du wirst manchmal merken, wie zum Beispiel, wenn du getriggert wirst von deinem Kind, und ich sag extra nicht, dass dein Kind dich triggert, weil dein Trigger ist in dir, das ist nicht das Kind. Das Kind findet nur den richtigen Anschaltknopf, dass du dann manchmal ausflippst und denkst, oh Gott, was hat mich denn da geritten, ich war vom Teufel besessen. Und das liegt einfach daran, dass zwischen einem Auslöser und dem Gefühl keine Pause gewesen ist. Du kennst sicherlich die Momente, wo du es vielleicht mal schaffst, durchzuatmen oder wo du plötzlich einen neuen Blickwinkel eingenommen hast und dann schaffst du es nicht gleich zu reagieren oder deinen Gefühlen zum Opfer zu fallen, sondern die Pause hilft dir, einen Schritt zurückzugehen und die ganze Situation aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Und das ist wirklich wundervoll, wenn man es schafft, Achtsamkeit so zu trainieren, dass die vernetzten Zellen in unserem Gehirn eine so starke Vernetzung haben, dass sie auch in ganz neuen Momenten oder Situationen viel leichter abgerufen werden können. Und damit meine ich diese Pause zwischen Auslöser und deinen Gefühlen. Also versteh mich bitte nicht falsch. Natürlich kannst du Ziele haben und dich auf deine Ziele freuen. Und sie werden dich sicherlich auch mal dauerhaft, aber auch manchmal kurzfristig glücklich machen. Aber versuch mal, nicht darauf zu warten, mit dem Glücklichsein, bis du dort bist. Denn die Magie des Glücks findest du einfach in so vielen scheinbar kleinen und alltäglichen Dingen, so wie dein Kind es zum Beispiel noch schafft. Und wenn du das als Mami schaffst, wirst du eine große Quelle für Ruhe und Kraft in dir finden. Mich würde interessieren,
in welchen Momenten du es schaffst, zumindest für einen kurzen Moment, dein Hamsterrad nicht nur im Außen, also im stressigen Mami-Alltag, sondern vor allem in deinem Kopf, nämlich in deinen Gedanken zu finden. Und vielleicht magst du mir dazu gerne mal schreiben oder einen Kommentar hier hinterlassen. Und genau, also ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. Bis bald. Das war's für heute beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao!